Hallo meine lieben Freunde, wie ihr seht, bin ich wieder in meinem Garten, genau gesagt in meinem Vorgarten. Es ist aber kein im Vorgarten Video. Heute geht es nämlich mal wieder um Messer. Genau gesagt nicht um Messer per se, sondern eigentlich eher um scharfe Messer. Beziehungsweise nicht mehr scharfe Messer. Rauchen tue ich jetzt gerade gar nichts. Worum soll es heute gehen? Wenn ihr wie ich seid, dann mögt ihr eure Messer scharf. Ich persönlich brauche sie nicht rasiermesserscharf, weil ich finde diese Rasiermesserschärfe, das sieht immer toll aus im Video, wenn man sich damit den Arm rasiert und so weiter und so fort. Doch diese feine Schneide, die ist nach einmal in irgendein Stück Holz reinschneiden oder zweimal in irgendein Stück Holz reinschneiden, ist die sofort wieder verschwunden. Das heißt, es bringt euch gar nicht so super viel, wenn die Klinge so eine Rasierklinge ist. Aber cool ist es irgendwie trotzdem. Heute geht's um die Messerschärfe. Genau gesagt, was mache ich denn, wenn mein Messer nicht mehr scharf ist? Denn es ist tatsächlich so, dass man sich mit einem stumpfen Messer sehr viel schneller verletzt als mit einem scharfen Messer. Es ist definitiv so, man kann abrutschen, man braucht mehr Kraft zum Schneiden. Das ist sehr gefährlich. Ich will euch heute eine Seite vorstellen, eine Firma vorstellen, die dafür sorgt, dass eure Messer scharf bleiben bzw. immer wieder scharf werden. Und das ist rattenscharf.de. Ich verlinke natürlich genau das, wovon ich gerade spreche, mit einem Affiliate-Link unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr dahin wollt, geht da drauf. Das bringt euch direkt zum Schleifshop von rattenscharf.de. Und was habe ich gemacht? Ich darf es sogar testen. Ich darf diesen Schleifservice ausprobieren. Und zwar mit gleich zwei Messern. Und zwar beginnen möchte ich mit einem Messer, das ihr auch schon kennt, des Wolfgangs W. Scandi. Habe ich ja schon vorgestellt. Muss das Rindviech jetzt genau jetzt da rumfliegen? Ihr erinnert euch bestimmt an das Messer. Das ist genau das Messer, was ich in einen Baumstamm reingehackt habe. Und dementsprechend schaut die Klinge aus. Sie sollte noch passabel scharf sein. Das werden wir jetzt gleich mal testen. Der obligatorische Papiertest. Ihr seht auch genau, dass nur da, wo eben diese kleinen Kerben sind, da hakt es. Der Rest ist noch scharf. Jetzt werdet ihr euch bestimmt fragen, warum schickt er dann das Messer zu einer Schleiffirma? Weil ich wissen will, ob danach diese kleinen Schäden, die ihr gerade gesehen habt, auch draußen sind. Und zwar machen wir dieses Messer jetzt stumpf. Das tut mir richtig weh, aber ich schneide jetzt, das ist ein Stein, den ich hier gerade in der Hand habe, und ich mache jetzt dieses Messer richtig schön stumpf. Es tut einem so ein klein bisschen in der Seele weh, aber wir wollen ja testen, was dieser Schleifservice drauf hat, und wer mich kennt, weiß genau, ich mache die Sachen gerne ein bisschen anders als andere. Ich fange jetzt einfach mal an, diesen Stein hier zu schnitzen und rühre mich gleich wieder bei euch. So Freunde, diese Klinge, die schneidet jetzt definitiv gar nichts mehr. Die ist einfach nur noch stumpf. Die ist definitiv stumpf. Dieses Messer werden wir schicken. Und ich habe mir noch gerade gestern auf einem Flohmarkt ein schönes für 8 Euro, das konnte ich nicht liegen lassen, ein schönes Used Taschenmesser gekauft. Die Mechanik funktioniert noch passabel. Der Backlock funktioniert noch wunderbar. Es wackelt kein bisschen, aber es ist
stumpf wie ein Kochlöffel. Dieses Messer schneidet überhaupt gar nichts. Auch dieses Messer werden wir schicken und dann schauen wir mal, was wir wieder zurückkriegen. Ich bin sehr gespannt. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Ihr geht auf rattenscharf.de und da werdet ihr schon von der Homepage so idiotensicher durchgeführt. Worum geht's? Was magst du machen? Reparieren lassen oder schleifen lassen? Wie viele Messer? Wie groß sind die Messer ungefähr? Bla bla bla. Bezahlen, abschicken, fertig. Also das kriegt wirklich jeder von euch hin. Ich habe es auch geschafft. Ich bin in sowas auch kein Meister. Aber die Homepage macht es da wirklich nicht schwer. Ihr werdet da wirklich Schritt für Schritt durchgeleitet. Ihr müsst wirklich nur genau das machen, was auf dem Schirm steht. Und dann kommt ihr zum Schluss. Und dann dauert es 2 oder 3 Tage und dann bekommt ihr so ein schönes Kuvert hier zugeschickt. Das ist ein Kartonkuvert. Und auch hier drauf wieder alles idiotensicher erklärt. Hier sind so Perforierungen drauf. Und da steht genau drauf, wann ihr bei welcher Gelegenheit welches Ding wegreißen müsst. Das werde ich jetzt einfach mal machen. Achtung! Nach Erhalt des leeren Umschlags, das wird, dadurch geht der Umschlag zuerst einmal auf. Dann habt ihr hier solche Kuverte für die Messer drin. Ich habe jetzt hier sogar 3. Und solche Plastikspitzen für die Spitze der Messer. Ja, da drin verpackt ihr jetzt die Messer. Und dann habt ihr hier diesen Retourpapp. Den klebt ihr dann drauf. Und das mache ich jetzt einmal. Und dann sehen wir uns wieder. Der Vorteil ist folgender. Selbst wenn ihr bezahlt habt, dann startet von der Homepage automatisch nochmal ein Video, wo euch das alles Schritt für Schritt erklärt wird. Sprich, ihr könnt wirklich nichts falsch machen. Reißt es genau da auf, schaut rein, was drin ist. Da ist dieser Retourpapp drin, den ihr dann hier eben draufklebt. Die Kuverte für die Messer, wo ihr die reinschieben und verpacken könnt und zum Schutz der Messerspitze diese Plastiknippel da. Damit verpacke ich das jetzt mal und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe jetzt die Messer verpackt mit diesen Kuverten, ja, zugeklebt. Ich habe noch ein drittes und weil ich die Jungs ja testen will. Ich will ja diese Homepage wirklich mal testen, was die wirklich drauf haben. Und ich will 3 verschiedene Sachen schärfen lassen. Zum einen haben wir jetzt ein feststehendes Messer, was wirklich gestumpft wurde am Stein. Zweitens ein völlig stumpfes, aber wirklich völlig stumpfes Taschenmesser, Klappmesser. Und als dritten Kandidaten schicke ich ins Rennen mein geliebtes Cold Steel Raja 3. Ein Messer, das vom Look her gar nicht so mein Stil ist, aber unfassbar bequem sich handeln lässt. Das ist gar nicht so sehr stumpf. Ja. Das schneidet noch relativ passabel. Vielleicht stumpfe ich das auch noch ein bisschen. Ja, es ist gar nicht mehr so scharf. Ja, geht schon noch. Ich bräuchte es jetzt nicht unbedingt zu diesem Schleifservice schicken, aber ich will rausfinden, wie die mit einer gekrümmten Klinge zurechtkommen. Ich bin gespannt. Ich glaube, dass ich es sogar noch ein bisschen stumpfer mache. Wo ist denn mein Stein? Wo ist denn mein Stein der Schande hier? Machen wir es noch ein bisschen stumpf. Ja, jetzt lohnt es sich auf jeden Fall,
Ja, genau sowas wollte ich. Die Klinge ist nicht kaputt, aber halt ordentlich stumpf. Und sowas zu Hause zu schärfen ist super nervig. Deswegen bin ich ganz froh, wenn ich das jetzt als dritten Kandidaten ins Rennen schicken kann. Boah, das geht da überhaupt nicht rein, ist zu dick. Ja gut. Muss ich es doch aufklappen und so reinstecken. Gut, ich verpacke das, dann sehen wir uns gleich. Es hat auch im geklappten Zustand kaum reingepasst von der Stärke her. Also das wäre vielleicht was, worüber ihr nachdenken könntet, dass ihr ein bisschen breiter, wirklich nur 3 mm oder so breiter diese Kuvere macht. Naja, jetzt haben wir auf jeden Fall mal hier 3 böse Buben drin. Und ihr kriegt von diesen Retour-Aufklebern 2 mit. Die sind da schon drin in dem Kuvert. Steht jeweils DHL Retour obendrauf. Aber auf einem der beiden, es steht immer ganz genau drauf, bitte dieses Label hier nutzen. Steht genau hier drauf, auf dem steht für den Schleifmeister. Bitte nicht verwenden und im Paket lassen. Es steht hier immer genau drauf, wie ihr es machen sollt. Das heißt, ich teile das jetzt, ist sogar vorgeriffelt für den Schleifmeister. Dieses Label im Paket lassen, genau das mache ich, stecke ich rein. Dieses klebe ich über das Label, was jetzt gerade drauf klebt, genau drüber kleben. Da steht eben die Adresse von dieser Schleiffirma drauf. Und dann wird das hier entfernt, dieser Klebstreifen, und zugeklebt. Es geht wirklich ganz easy. Entfernen, zuklappen, zukleben. So. Jetzt ist es zugeklebt. Dieses Prachtstück schicken wir jetzt zurück an die Firma. Ja, und ich melde mich, wenn es wieder zurückgekommen ist. Ich bin sehr gespannt, ob die Messer den Papier- bzw. Tomatentest bestehen oder nicht. Ich hoffe, dass ihr mir das, so wie ich das jetzt hier gemacht habe, glaubt. Ich habe ja auch nichts davon, hier jetzt einen Scheiß zu erzählen. Diese Messer sind jetzt hier drin. Die werde ich später noch zur Post bringen. Ja. Und dann werden wir sehen, was wir zurückbekommen. So, meine lieben Freunde, die Messer sind zurückgekehrt. Es ist wirklich der Wahnsinn. Ich bin sehr, sehr gespannt, was auf uns zukommt. Fangen wir mal mit dem kaputtesten Messer an. Das wirklich komplett stumpf war. Die Zeitung finde ich ein bisschen weird. Ah nee, okay. Drunter sind wieder die Profikartons. Schauen wir uns das mal an. Das hier. Ja, das war ja mein Flohmarktfund. Ist natürlich nach wie vor in einem abenteuerlichen Zustand. Aber ja, ich habe ein paar Klischeetests vorbereitet. Die obligatorische Teleshopping-Tomate und natürlich das Papier. Fangen wir mal mit dem Papier an. Ja, da kann man nichts sagen. Tomatentest, selbstverständlich auch, machen wir natürlich auch, hole ich euch ein bisschen näher ran, dass ihr die Tomatschki auch ordentlich sehen könnt. Sorry, mein Display spiegelt gerade wie Sau. Ja, gut, klar. Das Messer, das ist natürlich nach wie vor in einem abenteuerlichen Zustand, aber sie sollten ja nur die Klinge schärfen und das haben sie, wie ich finde, hervorragend hinbekommen. Schauen wir uns das nächste an. Das war mein Cold Steel Raja 3. Das mit der,
mit der Kukri-Klinge. Sowas ist für einen privaten Mann halt schon immer schwer zu schärfen. Deswegen war ich da froh. Ja. Ja, geht natürlich butterweich. Ja. Eine scharfe Geschichte. Man möchte fast sagen, rattenscharf. So, machen wir noch den obligatorischen Papiertest. Ja, funktioniert natürlich auch wunderbar. Ja, scharf wie Sau. Ja, scharf wie Sau. Und gerade so eine geschwungene Klinge, das wollte ich ja testen, ob die damit auch klarkommen oder ob das irgendein Problem gibt. Als drittes hatten wir ja noch meinen Odenwolf. Ja, auch wieder mit verklebter Spitze. Safety first. Ja, und ihr müsst, ich will euch das wirklich zeigen, dass hier wirklich die Schäden draußen sind, die kleinen Schäden. Und selbstverständlich, ja, brutal. Ja, haben wir natürlich wieder ein Messer, das eine Rasierklinge ist. Ja, müssen wir überhaupt nicht drüber reden. Hier nochmal im Close-up, wie einfach gearbeitet wurde. Ihr seht, dass die Klinge absolut schadfrei zurückgekommen ist. Ich hatte da richtige Schäden in der Klinge drin, die sind verschwunden. Hier bei meinem Cold Steel, da sieht man hier auch feine Kratzer in der Klinge, doch die waren schon drin, das war ich. Die Klinge ist über die ganze Kurve rasiermesserscharf. Da kann man wirklich überhaupt nichts sagen. Sehr, sehr professionelles Ergebnis. Bei dem Taschenmesser hier, da war es halt von vornherein einfach ein abenteuerlicher Zustand. Die Klinge ist nun mal sehr verkratzt und sehr verhauen, aber das war mit Sicherheit vorher schon. Ich kenne das noch nicht so gut. Ich habe mir das einen Tag vorher am Flohmarkt gekauft für irgendwie 6 Euro oder 7 Euro und will das wieder ein klein bisschen herrichten, wieder polieren, aber die Jungs haben ja nur die Klinge scharf machen sollen. Und sie ist sehr scharf. Ich kann überhaupt nichts sagen. So Leute, ich habe jetzt wirklich versucht, 3 verschiedene Messer zu nehmen. 3 besondere Messer zu nehmen. Eins, was total stumpf war. Eine kurvige Klinge. Und noch ein normales feststehendes mit kleinen Schäden drin. Das Ergebnis ist super gut. Da kann ich überhaupt nichts Negatives drüber sagen. Es ging schnell. Das waren jetzt vielleicht irgendwie so 8 Tage, 9 Tage. Aber natürlich will ich euch auch den Preis nicht vorenthalten. Diese 3 Messer zu schärfen hätte mich 53 Euro gekostet. Das ist gesalzen. Das muss man so sagen. 53 Flocken für 3 Messer zum Schärfen ist viel. Ja. Aber das Ergebnis ist super, das Ergebnis ist klasse, muss man wirklich sagen. Und mit dem Code PIPER10 kriegt ihr noch 10% Rabatt auf die Bestellung. Es ist nicht viel, aber warum den Rabatt nicht mitnehmen? Ich kann halt Messer schärfen, weil ich Schreiner bin und Schreiner gelernt habe. Und in dieser Lehre man Klingen scharf machen lernt. Ja, das heißt, wenn ihr das könnt oder die Muße habt, dann zahlt lieber 30 Steine, 40 Steine für einen coolen Schleifstein, übt das Messerschärfen so ein bisschen, habt ihr auf Dauer gesehen, wenn ihr da handwerksaffin seid, ja, habt ihr da mehr davon. Aber die Leute, die das nicht lernen wollen, die sich da nicht reinfuchsen wollen, die nur ab und zu mal was geschliffen haben wollen, ja, eine komische Klingenform vielleicht sogar, ja, oder richtig, richtig teure Chefmesser haben, ja, für die ist dieser Service Wahnsinn, muss ich wirklich sagen. Also der Service war richtig geil, es ging schnell, sie sind Rasierklingen,
Also gebt dem Service eine Chance. Wie gesagt, ich kann nichts Negatives darüber sagen. Es ist halt nun mal Handwerk und Handwerk darf was kosten. Ich finde es nicht negativ. Könnt ihr gerne mal probieren. Ist ein cooles Unternehmen. Wie gesagt, der Code PIPER10 verschafft euch 10% Rabatt. Ja, ich hoffe, es war informativ für euch und ich konnte euch einen coolen Service näher bringen. Also, bis zum nächsten Mal.